Moin, heute sind wir im Caritas-Zentrum Bremen und hier im Konferenzraum tagt auch regelmäßig der Aufsichtsrat der Caritas Bremen. Aufsichtsratsvorsitzender ist Propst Martin Schumacher. Was macht denn die Arbeit für Sie so gewinnbringend? Ich finde es großartig, wie Männer und Frauen sich hier regelmäßig treffen, um die Arbeit zu reflektieren und auch die wirtschaftlichen Fragen zu klären. Und hier sind Männer und Frauen, die hohe Kompetenzen haben, eine Rechtsanwältin, ein Kaufmann, die also hohe wirtschaftliche und rechtliche Fragen beantworten können. Und die machen das ganz ehrenamtlich für die Caritas-Arbeit, damit vor Ort alles gut laufen kann. Und das finde ich faszinierend. Menschen stärken und bestärken. Caritas-Bremen-100.de